Können wir die Mütze ins Klo werfen? Was wohl passiert, wenn ich mein Geld die Toilette runterspüle? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich entschlossen, epische Mikro-Item, die Nutzlosigkeit zu erwerben. Epische Mikro-Item, das Nutzlosigkeit wird Ihnen im Inventar hinzugefügt. Okay. Oh Gott, nein, halt, stopp. Das war knapp. Okay. Toilettenpapier. Münze. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Abgeschliffene Münze. Es ist nicht wahr. Ich muss bald hier einen Boykott gegen Goodbye Deponia aussprechen. Ja, das ist doch hier nicht wahr. Griff. Pastetenautomat. Natürlich. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Pastete. Jetzt haben wir eine Pastete. Pfeffern. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Geht. Okay, wir haben eine Pfefferpastete. Ich weiß nicht. Ein paar Zutaten, Shampoo. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Okay. Kein Shampoo. Bose soll den kriegen. Die gepfefferte Pastete. Bose. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit das etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen. Blaue Zunge kriegt er mit der Zahncreme, oder? Pasta auf die Pasteta. Vor Boses Augen. Zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Ach so, das ist für das Fieber. Das ist für die Hitze. Staub. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht fertig ist. Kissen noch dazu. Bei Belegen einer Pastete sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungstraktes, die meiner kulinarischen Neugierde die Flügel stutzen. Aha, vielleicht noch ein paar Scherben, die wir aus der anderen Tasche nehmen müssen. Oder vielleicht geht das auch was schon so. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Sie ist noch nicht ganz fertig. Bau noch was für die blaue Zähne. Das würde ich doch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Blaue Zunge brauchen wir. Und die Schuppen können wir nicht mehr drauf machen. Die haben wir schon dem Seher in den Umhang getan. Ich hole mal schnell die Tasche. Ich kann mal ein paar Scherben reinpacken. Blaue Zunge. Ja, vielleicht können wir die Taschen hier mal austauschen. Sehr gut. Da sind nur noch Scherben drin.
Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Tja, solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. Natürlich. Blaue Zunge. Wo kriegen wir hier was Blaues her? Wo kriegen wir hier was Blaues her? Kloschüssel. Einfach mal einen Griff in die Kloschüssel. Was soll ich machen? Ein Griff? Da hat ja noch nicht. Ich versuche einfach mal. Ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Ja. Ja. Klospülung. Oh Gott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Ein Leck in der Leitung. Vielleicht können wir das stopfen. Das Leck in der Leitung. Tja. Shampoo. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur selten so. Leck in der Leitung. Da mal Leck in der Leitung. Zu den Zimmern. Ich hab keine Idee, wie das funktionieren soll, aber. Tja, wir versuchen's mal. Leck in der Leitung. So, die Pelikan verscheuchen. Was? Ich würde doch niemals Hilfe. Also, bitte was? Ja, ich würde. Also, ja, okay. Shampoo. Wollen wir tauschen? Fisch? Gut. Leck in der Leitung. Ist das das Leck in der Leitung? Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Bestimmt auch wieder komplett bekloppt. Ein Leck. So ist kein Rankommen. So ist kein Rankommen. Und wie ist da ein Rankommen? Wir haben da ein Leck. Das müssen wir schließen. Großes Anzug. So ist kein Rankommen. Tja, aber wie? Wir kommen doch unmöglich. Wir kommen da doch nicht hoch, oder? Doch, oder wie, oder was? Tja. Tja, wir brauchen da noch irgendwas Blaues. Ja, hier sind wir, das ist hoffnungslos. Ich kann mir irgendwie das an. Ja, Tarantelglas, hey, damit konnten wir noch nichts. Lass. Mr. Toffi. Tja. Hier kann man nicht durch, oder? Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Tja, Hey! Ich dachte, ich soll... Ja.
Kannst du dich... Ich komme wirklich nicht weiter. Tja. Zum Mülltonnen. Mülltonnen. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Tja. Wenn wir da hochkommen, dann müssten wir erstmal. Wir müssen erstmal den Geist vertreiben. Ich frage mich immer, ob ich irgendwas schon falsch gemacht habe, ob ich irgendwie jetzt schon was verkackt habe, was ich... Ich komme hier irgendwie von hier aus. Tja. Sieht so aus, als bräuchte ich mal dringend eine Aufnahmepause. Ich komme hier gerade nicht voran. Zum Restaurant. Ja, also das Leckstopfen. Ja gut, ich mache da mal eine kleine Aufnahmepause und schau mal zwischenzeitlich, wie wir hier weiterkommen. Ja gut, na dann. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Für zwei Fütterzwerge am Start. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Das können wir doch schon. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große... Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. So, ich finde, du siehst gut genug aus. Neue Option, Ich finde, du siehst gut genug aus. Also, meinst du? Vielleicht hast du recht, ich... Nice. Was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe es herausgefunden. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Joa, Shampoo. Ich habe jetzt zufällig ein Shampoo mit dabei. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Er muss duschen. Ins dunkle Zimmer. Oha, das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ganz genau, und wir schleichen uns hier dran vorbei, während er uns nicht sieht, und nach draußen. Was? Ja, wir sind hier oben. Wir sind... Können wir jetzt das Deck... Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Okay, das Deck können wir nicht stopfen. Verdammt, aber zum Zimmer des Jahres können wir. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Trantenglas. Mr.
Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Korkenzieher, da. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Natürlich. Wo ist er denn? Okay, Eigenschaft freigeschaltet. Free Toffee. Sehr schön. Jetzt haben wir leeres Glas und Korken. Mit dem Korken können wir doch jetzt bestimmt, oder? Nein, nicht? Weg. Sehr toll. Jetzt kommen wir auch bei der Klo-Geschichte weiter. So, das Gespenst. Das lassen wir mal in Ruhe. Lassen wir lieber in Ruhe. So, Klo-Story. Das können wir doch bestimmt mit dem leeren Glas. Sag nicht. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit, selten so. Ja, ja. Spülung. Oh, was ist da los? Eine Jungfrau in Nöten? Ich hab da so eine Ahnung. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Ein Klostein. Ein blauer Klostein. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Sehr schön. Das Auge isst ja mit. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt haben wir doch alles für die Pastete. Jetzt haben wir die Husten, der Staub, Fieber. Das war die Zahnpasta. Fieber erzeugt. Das hat er gesagt. Wofür das Pfeffer ist, weiß ich nicht. Dass ihm heiß wird irgendwie. Fieber. Ne, Fieber war das, keine Ahnung. Eine blaue Zunge. Gut, ich schau mal kurz. Oh, hübsch siehst du aus. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Gib die Kutte her. Komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind. Ich bin schon raus. Ich habe es anders. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Schuppen haben wir nicht mehr. Vielleicht ein bisschen Zahncreme. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Natürlich. Kissenbezug. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Und nur? Kann ich nochmal stören? Ja, das ist... Was treibst du da noch? Ich mach mich, die Welt geht... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht, ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Oh yeah. Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Okay. Er duscht erstmal. Wir gehen in Docs Zimmer. Und ich habe eine Pastete für dich, Boso. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Diese Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so
Ja, wie ist mir denn? Krank? Das ist bestimmt nur Corona. Ich glaube, ich hab Fieber. Ist meine Fumme blau? Wie Doc am Grill-Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Zum Glück habe ich deine Sachen mit dabei. Dann zieh dich mal an. Ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Was? Okay, der hat sich schnell umgezogen. Hey, Boso. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Jetzt können wir mit ihm reden. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise Treti, leise Treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Ja, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Niemals. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst, ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Okay, ich musste mal Sorry, weg. Sorry, ich muss hier weg. Na dann. Wir haben da noch was mit dem Seehahn. Zu erledigen. Wir müssen noch dem Seher zusehen. Was? Laken? Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga huga schalali, huga huga schalala. Aha. Okay, Spannbitzlaken. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Aha, und hier haben wir Boses Handtuch. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit sechs Symbolen. Okay, das können wir bestimmt gebrauchen können. Die habe ich alle noch nie gesehen. Für die Wäscherei. Es geht wahrscheinlich in der Wäscherei hier voran. Zum Seehaus. Des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali.